Oh. Bist du wach genug für die LEC? Dann viel Spaß bei der Pre-Show. Nice. Auch mal wieder hier. Ja. Letzte Woche hatte ich immer Kalle. Aber war schön. Also ja, war ich muss auch sagen, ich habe öfter verschlafen, weil ich habe halt einfach nicht genug Kaffee getrunken, aber jetzt. Jetzt bist du richtig wach. Auf jeden Fall, worüber ich mit Karl noch gar nicht reden konnte, ne? Playoffs stehen jetzt an. Stimmt, ist ja bloß noch. Ja, ist jetzt. Quasi noch ein Spiel, zwei Spieltage quasi, also eine Spielwoche und dann let's go. Ja, das heißt, wir haben G2 ziemlich safe, Fnatic auch, verdientermaßen, muss man sagen. Die einzigen, die, glaube ich, noch drum kämpfen können, sind Rogue und SK. Ich fand übrigens sehr, sehr schön, wie du formuliert hast, findest G2 ist ziemlich safe. Ziemlich safe. Nee, die sind safe, aber den, obwohl beim ersten Platz. Nee, selbst da sollten sie es ja. Ich finde, das ist einfach eine schöne Formulierung dafür, dass G2 halt einfach dieser unangefochtene Titan ist innerhalb der Liga, die halt einfach alles mitnehmen und alles verreißen. Muss man das jedes Mal hervorheben? Naja, ich muss aber, sie hatten ja auch ihre schwachen Punkte, das muss man sagen. Und ich bin ja auch, also ich bin da so ein bisschen zerrissen, weil ich bin eigentlich immer jemand, der halt kein Erfolgsfan ist. Also ich mag es halt immer nicht, wenn die Teams, die halt immer ist in Playoffs das Gegenteil kommen, von mir. Ja, quasi, ja. Genau das. Ich mag es halt immer, wenn die Teams, die halt sonst immer in die Playoffs kommen, halt mal nicht in die Playoffs kommen und halt einfach so ein bisschen Platz für andere Teams machen, dass die halt mal so ein bisschen zeigen können, was sie drauf haben. Für Rogue zum Beispiel. Also zum Beispiel. Rogue hat ja bessere Chancen als SK, die haben einen Sieg mehr und sind ein Sieg unter Origin, wenn mich nicht alles täuscht, und hätten die Möglichkeit noch aufzusteigen. Und Rogue würde ich es tatsächlich gönnen, na, weil Rogue einfach zum einen sich stark verbessert hat und weil sie meiner Meinung nach noch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Bei Origin ist es immer so, Origin müsste gewinnen, gefühlt, aber irgendwie tun sie es nicht. Also du siehst nicht diese riesigen Fehler in ihren Games, aber sie haben halt trotzdem immer wieder einen Punkt, wo sie halt sich nicht richtig entscheiden, nicht richtig rotieren oder so und dadurch Spiel abgeben. Ich glaube, gegen G2 oder Fnatic haben sie keine Chance. Rogue, wenn sie, also werden auch keine Chance gegen G2 haben, aber vielleicht sind sie eher in der Lage, ein bisschen was Neueres zu bringen. Vielleicht irgendwas, na, was die großen Teams aufwühlt, ja. Wobei was Neues gegen G2 ist. Also ich glaube, das große Problem, was wir in den Playoffs haben werden, ist, dass es halt ein anderes Format ist, dass es kein Best of One ist, sondern dass du halt mehrere Games hintereinander spielen musst, was halt einige der Neueinsteiger-Teams vielleicht vor ein paar Herausforderungen stellt. Gerade Rogue sehe ich da nicht unbedingt in der Position, halt weit zu kommen. Und wenn ich halt ein Team in den Playoffs sehe, will ich natürlich auch, dass die Chancen haben, die zu gewinnen. Aber wenn Rogue zum Beispiel in die Playoffs kommt, sehe ich sie halt eiskalt draußen. Aber meinst du, die haben deutlich schlechtere Chancen als Origin? Weil ja. Ich sehe Origin aktuell auch nicht so weit kommen. Schon, aber ich sehe halt bei ihnen das Potenzial. Also gefühlt haben sie für mich gerade eine schlechte Phase. So anfangs waren sie ja super gut, oder wenn wir jetzt hinsichtlich des letzten Splits so ein bisschen argumentieren. Das stimmt. Da war ja auch zum Anfang, haben sie so ein bisschen gebraucht, auf einmal so zack, richtig steil geschossen, ging halt wunderbar an die Decke, sind halt sogar sehr weit in den Playoffs noch gekommen, auch wenn sie da halt dann ziemlich kassiert haben, aber gut, das gehört halt mit dazu. Das hat bei Origin gefühlt so, sie steigen auf, dann kommt dieser Punkt, wo sie hart verlieren und seitdem sind sie in diesem Loch, wo sie halt gefühlt einfach nicht mehr richtig performt. Ist es vielleicht doch nicht das Jahr des Nuke Ducks? So wie jedes Jahr? Ja. Jedes Jahr soll es das Jahr werden und jedes Jahr wird es Riot nicht das Jahr. Riot liest immer mehr Champions, Nuke Duck kann immer mehr Champions spielen, der auch schon wird immer größer, aber irgendwie ist es nie sein Jahr. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwo eine Teamleistung. Ich muss sagen, Miffy zum Beispiel ist halt an super vielen Stellen in dieser Season halt runterlaufen, ist immer sehr, sehr schwerwiegend, wenn man so sagt. Aber ist halt sehr unüberlegt zum Beispiel Warden gegangen, wurde halt sehr oft mit weggecatcht. Was halt natürlich sagen auch. Was halt so Dinge sind, die dann natürlich nicht so geil sind. Was mich aber, also wenn wir jetzt beide Organisationen so ein bisschen vergleichen, muss ich sagen, bin ich ein bisschen größerer Fan von Origin. Weil ich halt die Charaktere in Origin schon länger kenne. Ich kann mich so ein bisschen mehr in sie hineinversetzen. Das sind halt coole Dudes, so nach außen hin zumindest. Ne? Die Insights bleiben ja dann so ein bisschen hinter dem Vorhang. Und auf der anderen Seite Rogue, die sind halt sehr experimentierfreudig, das respektiere ich, aber sie haben halt üble Probleme gehabt, ein gutes Roster zu finden, haben halt super viel immer hin und her geswappt und haben für mich halt noch keine richtige Identität. Aber mit Finn inzwischen läuft es nochmal deutlich besser. Dass es besser läuft, das bezweifle ich überhaupt nicht. Aber ich finde also genau diese Identität, wenn ich halt Teams irgendwo an der Spitze sehe und in den Playoffs sehe, dann will ich halt Teams mit Charakter haben, ich will Teams mit der Identität haben, ich will halt eine Story dahinter sehen, wo ich mich halt richtig drüber freuen kann, wenn dann halt der Clash kommt oder der Underdog dann halt richtig gewinnt. Bei Rogue ist so, die sind cool, ich mag den Style. Ich finde es halt cool, dass sie als Underdog quasi so ein bisschen aufgestiegen sind, aber ich sehe sie halt noch nicht in dieser charakteristischen Rolle. Aber genau das ist ja der Punkt, warum ich sie gerne drin hätte. Oder von mir ist auch ein SK, falls es SK noch schaffen sollte, wobei ich die Chancen aktuell bei Rogue besser sehe. Es gibt schon eine Menge etablierte Teams, die halt bekannte Spieler dabei haben, die halt gut genug sind. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem Origin, wo ich es den Spielern auch auf jeden Fall gönnen würde und wo ich es dem Team gönnen würde, oder einem Team mit neuen Spielern, wo ich sehen kann, hey, wie behaupten die sich überhaupt bei einem Best of Three zum Beispiel, was wir von Rogue ja in dem Format oder in der Form auch noch nicht gesehen haben, mit einem Finn oder so, dann hätte ich lieber die neueren Spieler, weil ich es halt interessanter finde,
wie die sich gegen so die Top-Teams behaupten können, ob die irgendwas Neues auspacken. Ob bei denen irgendwie bei einem Best of Three auf einmal Finn in einem Spiel gut performt, im ersten, wo er vielleicht das bessere Matchup kriegt und in denen danach aber nicht mehr Leistung zeigen kann. Also solche Sachen interessieren mich dann doch ein bisschen mehr, als, sagen wir mal, die Standard-Teams oder die Standard-Spieler zu sehen, die wir halt schon seit Ewigkeiten drin haben. Du bist so ein richtiger Rogue-Fan, ne? Ja, nicht zwingend Rogue. Ich habe auch gesagt SK. Bloß bei SK zum Beispiel, Sacre, glaube ich, ist ein super guter Spieler, der halt auch den anderen Top-Lanern so ein bisschen Konkurrenz machen kann. Aber ich sehe bei SK... Ich glaube, SK hat sich in den letzten Wochen nochmal gesteigert, aber die hatten am Anfang halt große Probleme, ihre Identität zu finden. Ich würde nicht mal sagen, dass sie sich in den letzten Wochen gesteigert haben. Ich würde sagen, SK ist halt eher ein Team, was so ein bisschen coinflippt. Das heißt, sie haben halt hohe Höhen und tiefe Tiefen. Ich finde, sie haben halt, also das ist zum Beispiel, dass sie keine Identität haben, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, SK hat eigentlich eine ziemlich klare Identität, gerade mit... Ich meine eher im Spielstyle. Weil das Ding war, am Anfang waren sie mal Early-Game-orientiert und haben da halt ziemlich viel reißen können. Sind sie ja immer noch relativ... Ja, also aber sie sind halt da nicht mehr so konstant, wie es mal gefühlt waren. Also sie probieren halt mehr, auch mal aufs Late-Game zu gehen oder so, und das geht ja komplett in die Hose. Ja, wenn sie es mal probieren, aber das war jetzt so zwischenzeitlich so ein, zwei Games. Ich muss sagen, aber das ist auch nicht ihr Stil. Das soll genau, deswegen. Nicht machen. Und ich meine, sie haben jetzt noch Jannix mit ins Boot geholt. Das ist ja auch jemand, der halt sehr aggressiv spielen kann, der halt einen sehr aggressiven Champion gerne hat. Mal sehen gegen... Also ich sehe da halt einfach den Punkt, das ist halt einfach, also die LEC ist ja eine europäische Liga. Mhm. Und wir haben halt eine deutsche Organisation, die Möglichkeit hat, halt ganz oben mitzumischen. Und da bin ich natürlich dann auch so ein bisschen so, ich meine, wir kommen auch aus Deutschland, so wenn Schalke. Aus der Dachregion halt jemand schafft, da mitzumischen, oder wenn halt beide sogar schaffen, da mitzumischen. Schalke steht ja aktuell ziemlich gut genau. Da, auch wenn mir, jetzt bin ich zum Schluss ganz so gefallen hat, aber das sei mal dahingestellt. So, dann finde ich das halt viel geiler. Und stell dir vor, so, das ist halt so mein Dream-Szenario, dass wir halt in die Playoffs gehen. G2, es tut mir leid. G2 fliegt Fantasie. Raus, so sofort weg, Fnatic fliegt sofort raus und dann so richtig schönes deutsches Finale. Schalke gegen SK. Aber wie wahrscheinlich ist das? Also, nicht wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, G2 und Fnatic. Das ist ja auch ein Traumbad, ein Traum. Ja, aber genau, aber dann ist ja mein Punkt wieder, dann habe ich lieber ein oder zwei von diesen vermeintlich loweren Teams, die noch nicht so alt eingesessen sind, da, als eben... Jetzt, ich will nicht immer auf Origin rumkloppen, ne? Aber Vitality zum Beispiel haben in dem Split auch nicht so übertrieben gut performt. Wobei sie jetzt sehr untertrieben. Wobei sie jetzt wieder einen Ticken besser geworden sind, gefühlt wieder. Zumindest haben sie es gerade geschafft, sich reinzuspielen. Sie hatten auch mehrere leichte Begegnungen. Aber ich würde es eher diesen Split einem Rogue oder einem SK gönnen als Vitality oder Origin. Kommt natürlich darauf an, wie uns die Teams jetzt in der letzten Woche überzeugen. Wenn jetzt Origin nochmal beide Games gewinnt oder so, dann haben sie es natürlich verdient, in den Playoffs zu stehen, ohne Frage. Ja, also im Endeffekt muss man ja auch sagen, verdient oder unverdient, finde ich, ist halt immer so sehr schwierig bei sowas zu sagen. Weil letzten Endes ist ja der es verdient, so ist ja auch da, ich würde es lieber sehen, sagen wir es mal so. Wir denken uns dann natürlich bloß immer, okay, ja, die Performance war jetzt nicht so geil, wieso haben die es eigentlich geschafft? Ah, weil die anderen halt noch schlechter waren oder halt einfach eine zu lange schlechte Phase hatten, auch wenn es zum Schluss halt ganz gut aussah. Ist ja auch immer so diese Sache. Im Endeffekt wird ja zu den Playoffs bewertet, oder dass du in die Playoffs kommst, wird ja deine gesamte Leistung über den gesamten Split bewertet. Wir sehen zwar oft auch Teams, die halt zum Schluss auf einmal überragend gut performen, aber du musst halt die Konstanz der Leistung sehen, ja, über mehrere Patches, die Adaption, die du halt triffst. Ich meine, da ist G2 wahrscheinlich das Team, das halt allen einfach Welten, Galaxielängen voraus ist. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich finde das, also ich glaube, ich werde Fan werden in den Playoffs. Jetzt mal, egal, unabhängig davon, wer weiterkommt, von denjenigen, die halt richtig geile Games präsentieren, die halt nicht so eine, wie sagt man auf gut Deutsch, mal Pimmel-Games halt vorlegen. Auf gut so, Deutsch! Ja, man kennt's halt. Nichts gegen sagen, ist auf jeden Fall Fachbegriff. Ja, ja. Und die uns halt ein bisschen Action zeigen, ein bisschen Innovation, richtig coole Picks, richtig geile Matchups. Von mir aus auch so Hard-Snowballing-Matchups. Aber soweit man halt weiß, was die Winning-Conditions sind und die halt auch ausgespielt werden, bin ich halt immer ein großer Fan. Und dann kann das von mir aus ein Rogue sein, dann kann da von mir aus auch ein Excel stehen, dann kann da auch ein Schalke stehen, von mir aus auch ein G2. Das ist halt alles vollkommen okay, wenn die Games geil sind. Weil für mich ist Playoffs, die müssen hypen, die müssen ballern. Ja, das auf jeden Fall. Du hast vor allen Dingen auch bei Fnatic jetzt schon gesehen, Garen Yuumi, ja, dieses Duo, was wir da auf der Botlane hatten mit Reckless, ist halt auch, ja, eine Anpassung. Reckless war sehr, sehr solide. Super, ja, hat viel Damage gemacht, auf jeden Fall. Das war die beste Taktik, die ich je gesehen habe. Er hat einen AD-Carry gespielt und jeder will den AD-Carry fokussen. Also spielt er halt einfach einen Tank-AD-Carry, das halt einfach nur Damage token kann, ohne Effekt. Es war nicht mal ein Tank-AD-Carry, es war einfach nur ein Tank. Es war einfach nur eine Blechbüchse, in der Yuumi gesessen hat. Na, schön, schön, weißt du, Katzen brauchen ihre Kisten. Und es hat einfach eine Kiste aus Stahl, so, wo sie reingesetzt haben und hat sie die ganze Zeit immer wieder rausgeschossen. Und man muss ja auch dazu sagen, Yuumi hat so das Problem, wenn der AD Carry stirbt und sie ist halt in ihm, ist sie danach auch tot. Genau. Garrett stirbt nicht, genau. Also kann Yuumi auch nicht sterben. Genau. Das ist ja insane. Aber wir wollten nicht über Champions reden. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich glaube, dass Fnatic und G2 verstanden haben, dass du aktuell in der derzeitigen Meta schon ein paar interessantere Picks liefern kannst, trotzdem immer noch tryharden und gut spielen kannst und gleichzeitig aber eine Menge Entertainment mitbringst. Also die Teams G2, Fnatic, meine
meinetwegen auch noch ein Splice, die zwar längere Games haben, aber trotzdem eigentlich ziemlich gutes League spielen, die werden dafür sorgen, dass geile Games einfach zustande kommen. Und da habe ich halt auch sehr viel Bock drauf. Genau deswegen würde ich mir aber wünschen, dass wir vielleicht sowas wie diese, ne, nicht zwingend so Raka-Top-Lane von G2, aber ja, schon, diese innovativeren Picks von ihnen sehen. Einfach weil, ich glaube, die können funktionieren. G2 hat die halt gepickt, weil sie in bestimmten Matchups gut sind oder irgendwie funktionieren. Und da jetzt noch den Weg in den Playoffs zu sehen und nicht zu sagen, okay, ab dem Punkt Playoffs tryharden wir komplett, das fände ich halt sehr, sehr gut. Ja, ich will einfach das richtig geile, richtig actionreiche Games mit Picks, die man vielleicht Ewigkeiten nicht gesehen hat. Zum Beispiel Korea wurde ja von Volibear Support einfach komplett durchgezogen. So, go for it. Zeig uns einfach genau diese Dinge und wenn ich Spaß an den Games habe, dann kann jeder weiterkommen. Weißt du was? Picks ist ein gutes Stichwort. Nämlich Pick- und Bannphase. Ja, wir gucken jetzt an, wer weiterkommt, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht gucken wir auch erstmal, wer nicht weiterkommt und wer definitiv raus ist. Let's go. Oh, ich wäre fast gestolpert über meinen Stuhl. Ich bin fett geworden. Ich auch.